Wir haben einen Bionik-Lehrpfad angelegt mit 15 Stationen, wo wir jeweils an den entsprechenden Pflanzen erläutern, was das biologische Vorbild war und was bionisches Produkt daraus entwickelt wurde. Das Beispiel hier ist diese Eiche, die wir leider fällen mussten, die Pflaumeiche. Das war ein sogenannter Zwiesel, zweistämmig. Musste gefällt werden, weil er Pilzbefall hatte. Und jetzt nutzen wir ihn als Demonstrator, nämlich für die Ideen, die Klaus Matteck im KIT in Karlsruhe entwickelt hat, zur Form- und Gewichtsoptimierung, die in fast allen heute in Europa gebauten Autos und in vielen anderen Industrien verwendet wird. Bambus ist ein ganz, ganz toller Ideengeber für Ultraleichtbau. Und das kann ich Ihnen jetzt hier mal demonstrieren. Wenn man so einen Bambushalm nimmt, kann man den wirklich bis an den Boden runterbiegen und noch weiter, ohne dass er kaputt geht. Und gleichzeitig erhält er seine Stabilität. Und Sie sehen hier, wenn ich den Bambushalm biege, muss ich richtig viel Kraft aufwenden, bis er dann wirklich mal versagt. Aber auch nach dem Versagen kann er wieder seine Stabilität erreichen. Und das ist natürlich für technische Umsetzung im Hochlastbereich mit Ultraleichtbau hochinteressant. Und das hier ist eine Orange, ein Orangenbaum. Uns interessiert hier mechanisch dieser äußere Bereich, dieser sogenannte Peel-Bereich. Und das ist die äußere Schale, die eben dazu führt, dass wenn solche Früchte aus bis zu 20 Meter Höhe runterfallen, dass sie nicht aufplatzen. Und das ist natürlich hochspannend, weil man solche Schäume und solche Fasern, wie wir es im Vorgängerprojekt bereits gezeigt haben, für eine neue Art von Schutzhelmen benutzen kann. Und da sind wir jetzt gerade dran, das weiter noch im Detail zu verstehen und in andere Anwendungen zu überführen.